Also mein Thema heute ist die Sturzprävention. Stürze sind ja ein sehr hoher Risikofaktor im Alter vor allem, oft mit weitreichenden Folgen. Die Ursachen dafür sind zu wenig Bewegung, das Sichtfeld wird in der Regel mit dem Alter weniger, nimmt ab und die Hörfähigkeit natürlich auch. Viele werden sich jetzt schon Dinge irgendwie daran erinnern, dass es öfters mal vorkommen ist. Meistens, wenn dann noch schummriges Licht dazu kommt, dann wird die Trittsicherheit schon sehr wenig und das Risiko steigt natürlich mit den Lichtverhältnissen und den Reflexen, die dann verlangsamt sind. Was man dagegen tun kann, ist, dass man eben sich bewegt, das heißt die Muskulatur stärkt, das Gleichgewicht trainiert und die Reflexe erhöht darin. Und dazu muss man halt einfach sich bewegen. Wir werden bei unseren heutigen Übungen eben auch vorstellen, dass es sich immer vom Einfachen zum Schweren geht und von leichten, wenigen Umfängen zu erhöhten Umfängen und das entsprechend anpasst, entsprechend der Leistungsfähigkeit. Zunächst einmal machen wir eine Aufwärmung, das heißt, aber gehen auf der Stelle. Die Übung kann man so circa 1 bis 3 Minuten je nach Kondition durchführen. Wichtig dabei, dass man auch wirklich die Beine hebt. Eine der wesentlichen Faktoren bei der Sturzprävention. Man stolpert halt einfach zu leicht über die kleinsten Unebenheiten. Die nächste Übung ist dann eine Dehnübung. Hierbei ist es wichtig, dass sich das Sprunggelenk entsprechend bewegen kann. Auch wiederum ein häufiger Faktor in der Sturzprävention, weil man die Beine eben zu wenig hebt. Dazu gehört auch die Kräftigung der Wadenmuskulatur und der Schienbeinmuskulatur. Das heißt Fuß und Waden heben. Diese Übung sollte man circa 3 Sätze durchführen, am besten mit 10 bis 15 Wiederholungen und einer Pause von 30 bis 60 Sekunden in etwa. Hier sieht man auch wieder sehr schön, dass der Körper sich eben in der Ausgleichsbewegung befinden muss und eben die Zehen gut anheben. Man fällt einfach zu leicht über die kleinsten Kleinigkeiten. Die letzte Übung, die wir dazu machen, ist nun für das Gleichgewicht gedacht. Und hierbei haben wir einen Einbeinstand. Diese Übung sollte man schon so 30 bis 30 Sekunden bis in etwa 1 Minute aushalten, je Seite, am besten in 3 Sätzen. Das Zweite ist, dass man es eben freihändig macht, wie es wir jetzt bei diesen Übungen durchgeführt haben. Und die dritte Variante wäre, dass man eben einen unebenen Untergrund schafft, einen wackeligen, auf den das Ganze dann eben noch gesteigert wird. Über diese Übungen, wenn man täglich durchführt, kann man sich sicherlich seine Sturzprävention bis ins hohe Alter und die gewisse Selbstständigkeit erhalten.